Ja, Leute, dann stellt euch mal vor, was heute hier für ein Schätzchen bei uns hier im Horchmuseum zu Besuch ist. Eine MZ-BK, aber nicht irgendeine, sondern die Kenner werden sehen, ein Kreiskolbenmotor, auch Wankelmotor genannt. Und die genauen Parameter, die erfahren wir jetzt hier gleich vom Besitzer. Ich habe hier den Thomas Hofmann, der ist also extra hier angereist, weil heute ein Vortrag stattfindet hier im Vortragsmuseum, also im Horchmuseum, unsere Vortragsreihe über die MZ mit einem Wankelmotor, diese Entwicklung. Und sag mal, Thomas, was sind denn hier für Parameter zu erwarten? Der Motor hat 175 Kubik Hubraum, 24 PS Leistung bei 6000 Umdrehungen. Die Elektrik arbeitet mit 12 Volt und angelassen wird es mit einem Dynastarter. Okay, also der Dynastart, so wie wir den auch bei P70 und ganz genau so. Also von 1931, ja. Die Entwicklung von Rasmussen. Ja. Ja. Genau. Und sag mal, welches Gewicht bringt denn hier die Maschine mit? Oh, das weiß ich nicht. Aber so ungefähr 200 oder 300 Kilo. Nein, ist leichter als eine BK. Der Motor ist aus Aluminium. Nur der Kolben ist aus Grauguss. Das Gehäuse ist innen beschichtet, also es wurde aufgespritzt bei MZ mit einer Molybdän-Stahllegierung. Molybdän-Stahl, das klingt mit sehr, sehr hochwertig. 15% Molybdän. Aha. Der Läufer ist ölgekühlt, mit Öldurchlauf und geschmiert. Und ansonsten hat der Motor Wasserkühlung. Ja. Man könnte mutmaßen, dass die Maschine hier dann WK genannt werden würde, wenn sie denn in Serie gegangen wäre. Denn es ist ein Wankelantrieb mit einer Kardanwelle. Und BK hieß ja die MZ damals, weil das ein Boxermotor mit Kardanwelle war. Habe ich noch an der AT so ähnlich. Einzelne Schritte, was du jetzt hier machen musst. Also ich tue erstmal hier einen Benzinhahn aufdrehen. Benzinhahn auf. Und hier tupfen, dass du weißt, bitte. Da wird hier vorgepumpt, so 3-4 Tipps. Ja. Oder auch mehr. Ach ja, das ist überläuft. Ja. Okay, jetzt fließt das Benzin in den Vergaser, in den Zylinder ja eigentlich, ne? Zündung einschalten.
Gas geben. Ist nicht der Wasserkreislauf, ist nicht ganz dicht. Hier, dort, wo Schöpf steht, hier. Ja, da könnte das Maschinchen hier mal vorübergehend. Hier mal ins Museum. Auch ein schönes Bild. Und zur Sicherheit legen wir noch was unter, falls doch irgendwo ein Tropfen hier aus dem Kühlwasserkreislauf sich verirrt. Wunderbar.